Hook Auto Service war hier beim Schadentalk eins der mit umstrittensten Themen. Wie ist denn der Stand aktuell zum Thema Aufbau des Netzes? Ja, wir befinden uns im Rollout des Netzes. Ich hatte ja schon in den letzten Interviews auch erläutert, dass der Rollout aufwendig ist. Wir müssen zuerst mal das Netz in einer Region komplett sondieren, müssen gucken, welcher Betrieb hat Interesse und modellieren dann eigentlich erstmal das komplette Netz, bevor wir in die weiteren Gespräche mit dem Betrieb, in die konkreten Gespräche eintreten. Da sind wir im Plan in den Regionen, wo wir in den Rollout wollen, Großraum Berlin, Nordrhein-Westfalen, München, Augsburg, sind die Erstgespräche mit allen freien Werkstätten, die in Frage kommen, geführt worden. Und es gibt auch schon Zweitgespräche und gibt auch schon konkrete Zusagen und wir haben auch schon Betriebe geschult, neue Betriebe über die Pilotbetriebe hinaus. Und die haben einen Vertrag unterschrieben, in dem sie ihm zusichern, dass sie nur für die Hook Coburg den Autoservice anbieten und keine andere Versicherung. Jetzt haben wir heute gehört, die Innovation Group geht den Weg des Autoservice. SBN hat heute klar gesagt, meine Schäden will ich dann nicht in eine Hook-Partnerwerkstatt routen. Es wird zu Konflikten kommen in den Betrieben und im Markt. Schätzen Sie das ähnlich ein? Ja, ich glaube, man muss das Thema Ausschließlichkeit und kein anderes Serviceangebot auch erstmal etwas näher betrachten. Was wir damit meinen, der Betrieb darf kein anderes System in dem Sinne bedienen. Aber System meinen wir jetzt ein Endkundensystem, wie wir das Ganze jetzt entwickelt haben. Der Betrieb darf natürlich weiter für Flotten arbeiten, wenn er das bisher auch gemacht hat. Der Betrieb darf auch natürlich und soll sogar Endkundenansprache machen. Also auch der Business Case baut auch darauf auf, dass der Betrieb mehr und mehr eigene Kunden akquiriert. Also das soll laufen. Auf der anderen Seite kann natürlich eins nicht sein, wir haben dieses System mit sehr viel Aufwand entwickelt. Wir machen Qualitätssicherung in diesem System, wir schulen die Werkstätten. Und dann kann es natürlich nicht sein, dass der Betrieb dann jemand anders, der diesen Aufwand nicht gemacht hat, das Thema einfach anbietet. Okay, aber ich meine, Sie nehmen ja auch eine 8%ige Gebühr, eine Umsatzbeteiligung. Da könnte man ja auch sagen, das ist so ein gewisses Entgelt dafür, dass man eben investiert hat. Diese 8%ige Gebühr, da ist natürlich ein Stück der Anfangsinvest dabei, aber auch der laufende Betrieb. Aus dieser 8%igen Gebühr wird die Qualitätssicherung in den Werkstätten finanziert, die Werkstatttests, die blinden Werkstatttests und regelmäßige Kontrollen auch durch unsere eigenen Sachverständigen und auch die Werbeaktionen, die wir für den Betrieb machen. Wir übernehmen für den Betrieb das Endkundenmarketing. Okay, das wird extrem spannend im Markt, wie sich sozusagen tatsächlich dann die Kunden in den Betrieb routen lassen. Da sind wir sehr gespannt. Wir haben ja heute den ersten Betrieb gesehen, Frank Gerardi, der in Koblenz umfirmiert hat, nicht, aber sozusagen das neue CI umgesetzt hat, war sehr beeindruckend. Letzte Frage an dieser Stelle. Wir haben auch diskutiert, welche Konsequenzen gibt es denn, wenn Werkstatttests durchgeführt werden? Seitens der Hook. Und da haben Sie deutlich gesagt, dass es auch zu Verschiebungen kommen kann im K&L-Sektor. Das heißt also, wenn jemand einen Werkstatttest nicht besteht, muss er damit rechnen, dass, ich will es mal salopp formulieren, der Hahn im K&L-Geschäft zugedreht wird bei gesteuerten Schäden. Habe ich Sie da missverstanden oder wie ist da Ihre Position? Also zunächst mal ist eins ganz wichtig, dieses System muss mit Qualität auf OEM-Niveau, das haben wir immer gesagt, am Markt punkten und da zählt jeder einzelne Betrieb, weil wir implementieren natürlich damit eine gebrandete Werkstattkette. Und es muss jedem Betrieb klar sein, er kann dann nicht sagen, ja, wenn ich allein hier irgendwie mal ein Problem habe, ist das nicht so schlimm. Weil es nur mich betrifft, es betrifft die Ganzheit. Deshalb müssen wir an der Stelle wirklich schauen, dass wir die Qualität bekommen von den Betrieben. Und dafür wird es erstmal eine Ausbildung geben, eine Schulung für die Betriebe, damit die das Ganze auch darstellen können. Und es wird natürlich für den Fall, dass ein Werkstatttest nicht bestanden wird, auch eine Eskalationskette geben. Da kann ganz am Ende schon mal auch stehen, dass man sich fragt, ist der Betrieb der richtige Partner? Aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen, weil wir haben in Karosserienlack ganz wenig Probleme mit Qualität. Wir wissen, dass die Betriebe da sehr drauf achten. Und wir lassen den Betrieb dann auch nicht allein. Wenn der Werkstatttest nicht bestanden wird, kommen wir, unterstützen ihn, geben ihm Tools. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir hier wirklich mal die Reißleine ziehen müssen.